Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra. In der letzten Folge haben wir uns mit TNT den Weg durch den Berg gesprengt, sind da oben aus diesem Löchlein rausgefallen jetzt hier und in einem neuen Gebiet gelandet und sehen uns als allererstes mal um. Was haben wir denn hier? Leere Container. Ist auch leer. Der hier auch. Was war das? Alter. Die Geräusche hier unten sind so fremdartig, verglichen mit all dem, was ich in meinem Leben gehört habe. Die Geräusche dieser herunterfallenden Steine klangen fast organisch und den letzten Teil konnte ich leider nicht mehr lesen, weil das immer so verdammt schnell weg ist. Ich hoffe, ihr habt's gelesen. Power Room. Warum hat dieses Spiel immer so viele Aussetzer? Bestimmt eine gute Idee, die Tür hinter uns zuzumachen. Ein Propangaskanister steht ziemlich unter Druck. Ah, den könnten wir mitnehmen und auf irgendwas schmeißen. Oh. Wir kommen da sogar rein. Das ist ja fein. So. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Den nutze ich mal als allererstes hier. Oh, da ist einiges. Eine Betriebsanleitung. Haben wir wieder was zum Lesen fürs Ende der Folge. So, unsere Taschenlampe ist fast voll. Und der Speicherpunkt. Fühlt sich an, als würde ich für kurze Zeit meinen Körper verlassen. Aber nicht wie eine Nahtoderfahrung. Eher wie ein Teleport an einen anderen Ort. Was sind das bloß für Dinger? Ich krieg auf jeden Fall Vibes in Richtung Call of Cthulhu hier. Von dem Ganzen. Vom Aussehen her schätze ich, dass dieses Ding als Steuerung für den Generator dient. Ist sicherlich nicht das Schlechteste, was passieren könnte, wenn das Ganze hier eine Cthulhu-eske Wendung nimmt. Die Wände dieses Lochs haben nicht die gleiche Struktur wie die der anderen Schächte. Schaut aus wie von Hand gegraben. Aber weshalb? Warum steht da eigentlich immer gegraben? Stand irgendwann schon mal da. Da ist mir das auch schon aufgefallen. Ich mach mal ein bisschen Licht. Eine Art Schutzglas, denke ich. Ich frage mich, wovor man geschützt werden soll. Na, vermutlich vor diesem Generator hier. Dieses Ding ist gigantisch! Obwohl der Generator schon recht alt ist, muss er um die 3,5 Megawatt erzeugen können, grob geschätzt. Damit lassen sich einige Glühbirnen betreiben, so viel ist sicher. Ja, solange es nicht 1,41 Gigawatt sind. An? Nö. Der Hauptgenerator wird nicht anspringen, solange der Startmotor keine Batterien hat. Ich habe doch Batterien in meiner Taschenlampe, kann ich die da nicht reinstopfen? Wo müssen denn die Batterien rein? Wonach muss ich denn suchen? Ach so. Hier wird wohl ein Zündfunken für den Startmotor ausgelöst werden. Ich schätze aber, dass ich ohne Batterie nicht weit kommen werde. Zwei Batterien, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir hier? Auf jeden Fall eine Pause im Spiel. Schön. Industrielle Sicherung. So, wo sind jetzt diese dämlichen Batterien? Würde mich nicht überraschen, wenn hier unten was ist. Verdammt! Wer braucht schon ein Schutzgeländer? Ich möchte da nur mal runter gucken. Ich kann nicht wirklich was sehen, ich krieche mal runter. Was soll schon passieren? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Oder runter, in dem Fall.
Hallo? Ja, 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 ist gut. Ich doch nicht. Meinst du? Ja, das hat sich voll gelohnt. Hier unten ist gar nichts. Nicht mal eine Batterie oder sowas, so ein Scheiß. Nur ein bisschen Geflüster und dann können wir wieder hochklettern. Juhu. Das hat sich echt gelohnt, Leute. Das sollten wir häufiger machen. Dann sind wir, glaube ich, hier drin schon wieder fertig, oder? Halt. An der Seite ist ein Batteriesymbol abgebildet, aber die Kiste ist zugeschweißt. Ohne eine spezielle Apparatur bekomme ich die Kiste sicher nicht auch auf. Meine spezielle Apparatur ist diese hier. Okay, da kommt mir eine andere Idee. Die auch erklären würde, weshalb dieses Loch hier ist. So. Und jetzt rein da. Rein da. Rein da. Reiner. Kalmund. So. Okay. Wenn das die Kiste nicht geknackt hat, dann knackt irgendwas anderes die Kiste. Eine Ersatzbatterie. Okay. Klettern. Und es geht wieder aufwärts. Noch hält sich der Horror ja so ein bisschen in Grenzen. Andererseits sind wir auch noch nicht besonders tief in die Mine vorgedrungen. Das Spiel hat noch 1,8 Spiele oder so Zeit, um hier so richtig Horror reinzubringen. Die Batterie ist angeschlossen. Der Startmotor scheint einsatzbereit zu sein. Dann wollen wir mal. Juhu! Ein Wunder, dass der Generator überhaupt noch einen Mucks von sich gibt nach all den Jahren. Ich sollte den Sicherungskasten auf einen Kurzschluss überprüfen. War ja klar. Die kaputte Sicherung zu benutzen wird mir nicht weiterhelfen. Wir brauchen eine Sicherung. Und es sieht nicht so aus, als ob es hier Sicherungen gäbe. Das heißt, wir müssen jetzt wieder raus hier. Vorher natürlich speichern. Und ein bisschen am Mikrofon kratzen. Nehme ich das Teil hier mal mit? Kannst du mal probieren, ne? Ja. Also mich selber in die Luft zu sprengen, meine ich. Hier gibt's doch bestimmt wieder Hunde oder sowas. Hallo? Wow. Das ist die Hundemusik. Von wo? Ich will das jetzt probieren. Ich habe gerade gespeichert. Wenn uns der Hund zerfleischt, können wir an der Stelle wieder weitermachen. Ich will jetzt probieren, ob ich die Viecher sprengen kann. Ach, guck mal, hätten wir gar nicht mitnehmen brauchen. Na gut. Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Wo ist denn der Bello? Ja, wo ist er denn? Oder sind die auf der anderen Seite von dem Gitter da? Ich glaube, hier ist gar kein Hundi. Also, ja klar, ich höre einen. Aber hier läuft nichts rum. Ist der wirklich hier drüben? Ich
Guck mal, da ist einer. Ich kann dich sehen, du Mistvieh. Nicht bewegen. Hallo. Guten Tag. Wie geht's dir? Guck mal, was ich hier Feines habe. Hui! Ach, verzieh dich doch, du blöde Töle. So. Okay, aber dann können wir uns hier, zumindest bis wir dieses Tastenfeld hier bedienen. Hat außerhalb der Arbeit schon sicher ein paar ungebetene Gäste von der Mine ferngehalten. Das öffnet sich sicher nicht ohne Strom. Okay, wenn wir den Strom eingeschaltet haben, können die Hunde durchkommen. Vorher scheinen wir hier relativ sicher zu sein. Ich sehe mich mal da oben um. Ich traue mich irgendwie trotzdem nicht, groß Licht anzumachen. Ich mach's einfach mal. Wo so richtig einen Unterschied macht das eh nicht, ne? Oh, guck mal, der Fußboden 2 Zentimeter vor meinen Füßen ist beleuchtet. Au. Das macht das alles viel besser. So, da ist eine Tür. Komm, ich hau's weg. Von welcher Seite kommen wir denn? Da ist eine Tür, dann kommen wir von hier, ne? Ich habe übrigens vorhin auch die falsche Taste gedrückt, als ich sprinten wollte. Schlau wie ich bin. Ja, von hier kommen wir. So, dann haben wir jetzt... Heutzutage ist das recht nutzlos, ja. Dann haben wir jetzt hier noch 2 Türen. Diese hier. So. Sicher ist sicher. Hier stehen 2 Kisten. Wenn ich mich hier so umschaue, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Besen kaum zum Einsatz kam. Egal, nimm ihn mit. Kampfbesen. Kann ich den als Waffe ausrüsten? Wie episch wäre das denn? Jawohl! Mit dem Besen gegen die Hunde. So, da liegt ein Zettel. Notfallhinweise. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das war irgendwas mit Morsecode. Das gefällt mir nicht. Ach, da ist die Mitte. So. Dörrfleisch. Das müssten wir auch mal probieren, ne? Oh, hier. Hier. Fuses. Da steht 50 Ampere Sicherung, aber die Schachtel ist leer. Und der Inhalt liegt hier vielleicht noch irgendwo rum. Oh. Hab ja nur die Hälfte vergessen von dem Zeug hier. So, Dörrfleisch. Ein Leuchtsignal. Da oben, da. Eine normale 5,5 Volt Sicherung. Treffer. Sicherung. Jawohl. So, jetzt möchte ich aber noch wissen, das Tor ist noch intakt, okay. Jetzt möchte ich aber wissen, was das hier noch für eine Tür ist. Ist da irgendwas drin? Nee. Ob ich da die Hunde reinlocken kann? Vermutlich nicht. Obwohl, vielleicht mit Dörrfleisch reinlocken und dann hier so eine Kiste vorschieben. Damit er nicht wieder rauskommt. Das müssen wir dann unbedingt mal probieren. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall geht's auf. Hallo? Diese Radioersatzteile sehen noch nicht so alt aus, als ob sie erst vor kurzem hier hingelegt wurden. Was macht denn Lärm? Dieses Geräusch verursacht eine Gänsehaut bei mir. Ich muss mich zusammenreißen. Eine Notiz? Leute, wir haben jede Menge zu lesen. Ich glaube, wir machen uns da dann gleich mal dran. Ich gehe vorher dann nur noch in den Generatorraum zurück. Funkzubehör. Wozu? Ich bin ja sowieso nicht in Funkreichweite, aber hier liegt noch ein Funkgerät. Zack.
Das Piepen kommt aus einem der Lautsprecher. Vielleicht ist doch noch jemand da draußen. Ach. Ja, nee, mache ich später. Das ist Morsecode gewesen, da eben. Und wir haben ja unter anderem eine Anleitung für den Morsecode erhalten. Aber jetzt will ich erstmal den Generator reparieren. Und dann lesen wir uns das alles in Ruhe durch. Hauptsache, uns kommt jetzt hier kein blöder Köter entgegengestokelt. Zu. So. Okay, Leute, wir sind zurück im Generatorraum. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von denen, die sich für die diversen Notizen und Dokumente nicht interessieren. Und mit den anderen zusammen lese ich jetzt das durch, was wir so eingesammelt haben. Und zwar eine Betriebsanleitung. Steelberg Generator, Typ 7G. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Gerätes aus der Typ 7 Produktreihe. Wir sind uns sicher, dass Sie mit dem neuen benzinbetriebenen Notfallsystem zufrieden sein werden. Nachfolgend möchten wir Ihnen einige der Besonderheiten des Steelberg Generators Typ 7G präsentieren. Verschleißreduzierung durch Ersetzen des Kurbelmotors durch eine batteriebetriebene Einheit. Verringerung des Austritts von Schmiermittel dank neuem Schmiermittelkontrollsystem. Geringe Anschaffungskosten durch Reduzierung der elektrischen Isolierung beim 7G-Basismodell und vieles, vieles mehr. Schnellstartanleitung. Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Steelberg-Generators Typ 7G für den Fall einer Überhitzung keine weiteren Gegenstände oder Personen befinden. Richten Sie den sekundären Kreislauf durch Drehen des Ventils ein. Aktivieren Sie das Kühlsystem, um einer Überhitzung vorzubeugen. Lassen Sie so lange überschüssigen Dampf ab, bis die Druckanzeige einen sicheren Betrieb der Anlage anzeigt. Kontrollieren Sie den Schmiermittelstand und stellen Sie sicher, dass kein Schmiermittel austreten kann. Richten Sie den primären Kreislauf durch Drehen des Hauptventils ein. Betätigen Sie den Hauptschalter und überprüfen Sie den Energieausstoß. Ihr neuer Generator ist nun in Betrieb. Das müssen wir bestimmt alles gleich noch machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die Notfallhinweise. Im akuten Notfall werden alle Minenarbeiter gebeten, sich strikt an die vorgegebenen Anweisungen zu halten, die im ausgehändigten Faltblatt vermerkt sind. Rettungseinheiten werden umgehend von der Aufsicht informiert. Es besteht keine Notwendigkeit, die eigene Sicherheit durch unbedarfte Rettungsversuche zu gefährden. Diese Informationsbroschüre ist für den unwahrscheinlichen Fall gedacht, dass Sie in einem Abschnitt dieser Mine durch einen Einsturz eingeschlossen werden und keine Möglichkeit haben, mit Ihrem Vorgesetzten oder den Rettungskräften in Kontakt zu treten. In dieser Situation sollten Sie Folgendes beachten. Erstens, überprüfen Sie, ob Ihre Umgebung vor weiteren Einstürzen sicher ist, indem Sie vorsichtig das Gestein abklopfen und begutachten. Zweitens, überprüfen Sie, ob sich ein Kommunikationsgerät in Ihrer Nähe befindet. Drittens, sollten Sie kein solches Gerät zur Hand haben oder das Gerät defekt sein, so versuchen Sie, den Rettungskräften durch Klopfzeichen eine Nachricht zu übermitteln. Diese können Sie so schneller lokalisieren und sich einen Weg zu Ihnen bahnen. Die Morsezeichen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und die Warnung des Vorarbeiters. 12. Januar 72. Jungs, ich würde ja persönlich zu euch runtersteigen, habe aber momentan wichtigere Dinge zu tun, als ständig zu kontrollieren, ob ihr eure Arbeit auch richtig macht. Klar, ihr haltet dort unten zusammen wie Brüder, spielt euch gegenseitig kindische Streiche und habt euren Spaß. Solange ihr euch auf eure Kosten amüsiert, kein Problem. Wenn ihr jedoch mich mit in eure Späße einbeziehen solltet, dann könntet ihr verdammt schnell ein Problem bekommen. Ich weiß, es ist verdammt schwer, sich dort unten bei Laune zu halten. Trotzdem, ihr wisst gut, dass Penrose bereits genug Komplexe aufgrund seiner Körpergröße hat.
seinen Generator zu sabotieren und alle Ersatzsicherungen im höchsten Fach des Regals zu verstecken, war eine fiese Sache. Das ist euch doch allen klar, oder? Weiter im Text. Jones, ich will, dass du dich an die Inventur machst, und zwar fix. Und dem Rest von euch sage ich, reißt euch zusammen und macht eure Arbeit. Ach ja, noch etwas. Mir kam zu Ohren, dass ein weiteres Funkgerät verschwunden sein soll. Weitere Diebstähle werde ich nicht tolerieren. Das ist mittlerweile kein Kavaliersdelikt mehr. Und wie immer will es niemand gewesen sein. Ihr solltet doch eigentlich immer mit einem Partner zusammen dort unten arbeiten. Wie kann dann ein Funkgerät verschwinden, ohne dass es jemandem auffällt? Wenn ich den Langfinger erwische, dann fliegt er in hohem Bogen raus in den Schnee. Soll er doch sehen, wie er dort draußen zurechtkommt. Harvard, Minenvorarbeiter. Ja, liebe Freunde, alles sehr interessante Informationen. Ich muss sagen, ich freue mich nicht unbedingt auf diese Morse-Code-Scheiße. Aber na gut, was muss, das muss. In der nächsten Folge werden wir diesen Generator reparieren und versuchen, den Morse-Code zu entziffern. Bis dahin sage ich Ciao, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra.